Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Alles ganz normal, oder? Ein ganz normaler Tag, liebe Leute. Ich habe mein neuestes Outfit an und habe gedacht, ich schmeiß mich mal in Schale zum Feier des Tages. Denn heute kriege ich nämlich meinen Weisheitszahn raus. Wie ihr es vielleicht im Titel schon gelesen habt. Ach, wartet, ich zieh das mal aus. Was ich sagen wollte. Die Leute, die meine Story gucken, die haben es bestimmt schon mitbekommen. Ich war letzte Woche beim Zahnarzt, weil ich Zahnschmerzen hatte und eine Entzündung an meinem Weisheitszahn. Und ich dachte, okay, ich kriege eine Salbe oder er sagt mir, ich soll Mundspülung benutzen und dann ist wieder in Ordnung. Aber er meinte, der Zahn muss so schnell wie möglich raus und wir müssen vor Weihnachten den noch rausnehmen. Aber er meinte leider, heute ist der 20. Dezember. Ich habe heute meinen Weisheitszahn-OP-Termin. Und jeder, der schon mal irgendwas von der Weisheitszahn-OP gehört hat, weiß, dass man danach erstmal so eine Woche oder so angeblich nichts essen kann. In 4 Tagen ist Weihnachten. Ich habe richtig Bock auf ein püriertes Weihnachten. Aber ist mir auch egal. Du hast da richtig viel Schokolade. Ich hatte vor ein paar Monaten schon mal Beschwerden an meinem Weisheitszahn und bin da hingegangen. Und da hat er ein Röntgenbild gemacht und gesagt, ach, die haben genug Platz, da muss nichts raus. Ja, jetzt müssen angeblich doch alle raus, aber sie haben vor Weihnachten nur Zeit, den einen zu machen. Der eine muss direkt raus. Das heißt, ich werde zweimal mich einer Weisheitszahn-OP unterziehen dürfen. Ich freue mich sehr. Und dadurch, dass ich das heute machen muss, also ich hätte dieses Kostüm hier sowieso irgendwann angezogen, aber ich kann ja jetzt bis Weihnachten dann nichts mehr machen und deswegen musste ich jetzt alles schon abdrehen quasi, was ich noch posten will, weil ich werde danach halt ein bisschen scheiße aussehen und da kann ich keine Outfit-Videos mehr machen. Also es sieht jetzt vielleicht nicht so aus, als hätte ich gerade ein Outfit-Video gefilmt, weil ich ein fucking Weihnachtsmann-Kostüm anhabe. Aber ich schwöre, I did. Wahrscheinlich ist es auch schon online, wenn ihr das hier seht. Ich muss aber erstmal aus diesem Kostüm jetzt hier raus, mir ist so warm. Kannst du diese Brille nochmal aufsetzen, das sah richtig süß aus. Ich verstehe überhaupt nicht, was ich so bügeln soll. Welcher? Der hier ist der hier? Komisch. Ja, der ist richtig Schrott. Aber es sieht trotzdem irgendwie richtig süß aus. Ich werde heute das letzte Mal was Geiles essen können. Wir haben gestern schon Raclette gemacht, weil ich das jetzt über die Feiertage ja nicht essen kann. Wahrscheinlich. Und deswegen wurde hier schon mal vorgesorgt. Das haben wir gestern gemacht. Das steht auch da noch. Muss ich gleich mal wegräumen. Und jetzt gleich wird sich noch irgendwas ausgesucht, was geil ist, was ich dann lange nicht mehr essen kann. So lange. Für so lange kannst du nicht. So lange, ne? Als wäre das so richtig. Es ist auch eigentlich total übertrieben. Es wird nur ein paar Tage sein und ich übertreibe gerade zwar richtig hart, aber egal. Man darf auch mal übertreiben. Man darf auch übertreiben und ich darf auch mir einen Grund aussuchen, warum ich irgendwas essen muss, was geil ist, okay? Das ist ein Grund und das ist gerechtfertigt. Was das sein wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht wird es ein Döner sein. Ich habe Bock auf einen Döner. Mal sehen, was es wird. Ich ziehe mich jetzt hier erstmal um und aus. Aus und um. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hast du Spaß mit deiner Brille? Ich fühle mich aus wie so ein Harry Potter. Für ganz Arme. Ich sitze jetzt im Auto und warte auf Matthias. Der ist nämlich gerade beim Dönermann und holt sich einen Dönerteller und mir so eine Salattaschending. Und was auch noch richtig heftig ist, Leute, heute ist so unnormal gutes Wetter, kann man das sehen? Der Himmel ist einfach klar blau. Es sind zwar nur 6,5 Grad, aber egal. Der Himmel ist blau und es ist so krass, wie das was mit meiner Laune macht. Heute Morgen, als ich aufgestanden bin, war es auch schon so hell durchflutet in der Wohnung. Und das ist super ungewohnt für im Moment, weil, falls ihr meine letzten Vlogs gesehen habt, es sah morgens um 10 schon immer aus wie abends um 7. Und man hat gar nicht gedacht, okay, es ist gerade morgen, sondern es hat sich direkt schon angefühlt wie, okay, der Tag ist vorbei. Und es war richtig geil heute Morgen. Ich freue mich so sehr, wenn wieder Frühling und Sommer ist, weil es dann jeden Tag so sein wird. Gut, das dauert noch ein bisschen. Der Winter hat gerade erst angefangen. Und mir ist gerade erstmal so richtig bewusst geworden, als wir hier lang gefahren sind, dass ich gleich wirklich zum Zahnarzt fahre und meinen Weisheitszahn rausbekomme. Ich habe mir halt letztens, also am letzten Dienstag, als ich das erfahren habe, dass ich nächste Woche eine Weisheitszahn-OP habe, erstmal so voll viele Hello! Hi. You made it! Ja, thank du bist you so richtig, much! Richtig aggressiv hier. Der Laster hinter dir steht auf der halben Straße, wenn du nicht weiter nach vorne gefahren bist. Dann oh. Muss das ausladen. Oh, das habe ich nicht gesehen. Psi, I'm sorry. Was ich sagen wollte, ich habe mir, als ich das erfahren habe mit dem Weisheitszahn, so Videos auf YouTube angeguckt, wie Weisheitszähne entfernt werden, aber nicht mal als Animation, sondern halt in echt, weil ich es irgendwie interessant fand und in dem Moment fand ich es auch gar nicht schlimm, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ich da gesehen habe, finde ich es irgendwie richtig abartig und möchte das nicht mehr machen. Ich fand es so gut bei mir, es hat so Spaß gemacht. Ja, bei Matthias war es so richtig lustig. Aber du hast noch so eine Spritze oder was war das bekommen, dass das nicht anschwillt. War das eine Spritze? Ja. Ja, bei mir wird es anschwellen, ich kriege nämlich nicht
so eine Spritze. Voll gemein, aber es hätte richtig lustig ausgesehen bei dir, wenn du das gekriegt aber hättest. Aber sowas von. Also wenn du es nicht gekriegt hättest. Ich habe 3 rausbekommen. Du hattest auch nur 3, oder? Ich weiß nicht, wo der 4. ist bis heute. Keine Ahnung, ob man... Ich vergesse immer, welche, wo die Löcher sind und wo es... Sind das richtige Löcher? Also fühlt man, dass es Löcher sind? Ja, das wird das Lustigste. Siehst du das jetzt? So ein Ding, das ist da. Das ist wie so ein Vulkankrater, kannst du dir vorstellen. So spürst du das mit deiner Zunge, wenn du langfährst. Ist ja richtig ekelhaft. Aber die Haut ist quasi da drüber, also das Zahnfleisch. Ja. Make wish. Das heißt, es ist wie eine Kuhle, die aber so wie ein Vulkan aussieht, von oben so genauso ist es, so fühlt es sich an. Aber mit Loch oder mit Schicht drüber? Nein, es ist kein Loch. Das ist natürlich die Haut da drüber genäht. Also wenn ich da drüber gehe, dann... Aber. Das will ich aber nicht. Willst du aber mich fühlen? Ja, komm. I am so excited. Yay. Das ist das Allerbeste, das ist Rotkraut. Nee, Rotkohl, oder? Ist Rotkraut nicht Rotkohl? Das ist das Gleiche. It is time to go. Und ich habe mich umgezogen, weil Matthias meinte, es könnte sein, dass Blut auf meinen Pullover kommt. Das und da habe ich so keinen brutal. Bock drauf. Naja, auf deinem Pulli war auch ein Tropfen Blut. Ja, weil ich aber auch echt gefährlich war. Was? Wir gehen jetzt vorher noch Pakete wegbringen, wie man vielleicht im Hintergrund erkennen kann. Da sind nämlich einige zusammengekommen. Ja, lass uns nicht darüber reden. Jetzt irgendwie schon aussieht, als wäre ich so ein komischer Shopaholic. Nein. Hä? Guck mal, was wie viel das ist. Als ob. Das würde man noch niemals von dir denken. Ja, aber guck mal, wir haben ein kleines Kühlpack und es ist ein Zahn. Es ist so süß. Naja. Es wird wahrscheinlich, sobald wir da sind, sobald ich fertig bin, warm sein, aber... Das ist übrigens Julias Schuld. Julia ist schlecht vorbereitet. Ja, ich weiß, ich bin richtig hart schlecht vorbereitet. Also wirklich. Andererseits denke ich mir so, ja, es ist nur einer, also... Bitte. Der ist eh schon halb draußen, so tief müssen wir gar nicht graben. Ja, cool. Aber die schneiden da bestimmt trotzdem rum, ne? Ah! Ich will das alles nicht. Das Ding ist, ich habe das ja auch noch gesehen in diesen Videos und ich weiß, wie das aussieht, wenn die das schneiden und... Wir sitzen jetzt im Auto und ich habe richtig Bock. Ich habe gerade noch schnell meine Zähne geputzt, weil ich es voll vergessen hatte. Und Mundspülung genutzt natürlich. Das ist ja auch sehr wichtig. Die meisten benutzen keine Mundspülung so im Daily Business, oder? Ich glaube mehr, als man denkt, aber ich kenne bewusst niemanden. Echt mehr, als man denkt, meinst du? Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr Mundspülung benutzt oder nicht. Also so im... normalen, live, wann auch sonst. Es ist so toll, auf der anderen Seite einmal zu stehen. Findest du? Mhm. Schön, dass du dich freust. Hier ist übrigens noch ein Vorher. Ich glaube, ihr werdet lange mich nicht mehr so sehen. Sieht gerade richtig komisch aus, hätte ich keine Haare. Die sind alle hier. That's my face before. This side will probably look a bit different. Prägt's euch ein. Ich sitze jetzt im Wartezimmer und ich muss jetzt noch so ein Zettelding hier ausfüllen, dass ich okay damit bin, weil ich hatte den ursprünglich schon ausgefüllt, aber ich habe ihn zu Hause vergessen. It's going down. Hab richtig Bock. Hey Leute, hier liegt schon alles bereit. Diese Spritze ist so groß. Okay Leute, mein Mund wurde jetzt betäubt. Ich kann gar nicht mehr richtig reden. Das war komisch, weil es sieht alles eigentlich normal aus. Nee, schon ein bisschen dicker. Aber ich kann einfach überhaupt nicht normal reden und es fühlt sich so lecker an. Meine halbe Schunge ist einfach betäubt. Alles ist irgendwie betäubt. Ich fühle mich so dumm gerade. Gott. Was mir gerade auch noch eingefallen ist, ich kann gar nicht schlucken. Schlucken ist so komisch, ich krieg nicht. Aua. Hä? Ich glaube, ich habe ihn gerade irgendwo drauf gebissen. Hallo Leute, ich bin wieder da. Ich habe vorhin Ring auch schon ein bisschen gefilmt, als ich die Betäubung gekriegt habe, aber danach nicht mehr. Und jetzt habe ich weiter schon weniger. Und es war so komisch, weil der hat erst so richtig gehebelt, so richtig von. Also so richtig. Kannst du auch mit mir auszulachen? Ich versuche gerade meine Situation zu erklären. Also, der hat erst dann so richtig dran rumgehebelt die ganze Zeit. Ich dachte so, scheiße, Alter, dummer Zahn, geh doch endlich raus. Hat aber nicht funktioniert. Und dann hat er den geteilt. Das Ding ist, ich habe mir das ja alles vorher bei YouTube angeguckt, ne? Letzte Woche. Das heißt, ich wusste in jeder Situation, was er da gerade macht und wie das gerade aussieht. Das war so unangenehm. Ich dachte die ganze Zeit so, Alter, fuck, scheiße, ey. Ich sag mal. Ich kann nicht so viel reden, ey. Ich muss ein bisschen... Ja, ich muss das kurz erzählen. Gleich höre ich auf zu reden und das mache gar nicht mehr. Aber da hat es ist wichtig, nach weißer Zahn-OPs erstmal nicht so viel reden. Und da hat er das Ding geteilt, den Zahn, weil er irgendwie nicht raus wollte. Und dann ging er immer noch nicht raus und dann musste er den nochmal teilen. Hat den dreimal geteilt, den Kackzahn. Und hast dann, du mitgenommen? Nein. Ja, der war dreiteilig. Ja, stimmt, meine 3 Teile haben sie auch nicht mit. Und die eine Wurzel haben sie auch verloren. Die ist irgendwie durch den ganzen Raum geflogen. Und die haben wir nicht wiedergefunden. Aber er wollte mir die eigentlich unbedingt zeigen, weil das der Grund war, warum er den nicht in einem rausnehmen konnte, weil die so richtig lang und krumm war. Also die war so richtig so irgendwie. Crocked. Diese eine.
diese eine Wurzel und deswegen hat er den Tarn nicht ganz rausgekriegt. Und es war so, boah, Alter, das war teilweise so viel Druck einfach. Ach ja, stimmt, habe ich vergessen. Ich spüre halt noch nichts, deswegen sehe ich nicht den Sinn, das zu kühlen. Ich komme mit Eis. Das ist gut, das ist viel besser. Das ist viel kühler. Okay. Dann nehme ich jetzt schon Vanille-Eis. Aber er hat mir auch so eine Spritze gegeben, dass es nicht so schwillt. Voll nett, habe ich gar nicht erwartet. Ja, war auf jeden Fall super. War ein tolles Experience. Gerne wieder. Nein, kommt Spaß. Ja auch bald nochmal. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock, das nochmal zu machen. Also schlimm war es jetzt eigentlich auch nicht. Ja, ich kann das jetzt nicht filmen. Dann sieht man ja die Umgebung. Ich werde gerade angestrahlt vor wunderschönen Sonnenuntergang. Und ich höre jetzt auch zu reden, weil ich merke langsam, dass es wehtut, wenn ich rede. Leute, es war mir eine Ehre. Boah, das ist voll romantisch, dass es gerade im Sonnenuntergang passiert, diese Verabschiedung. Okay. Ja, toll, jetzt ist der Sonnenuntergang weg. Egal, wir hören uns später. Tschö. Sie kann leider nicht mehr reden. Es tut alles weh. Wir kühlen. Ich hasse das, sowas zu machen. Du musst das jetzt machen. Film mich und du musst jetzt reden, bitte. Also wir haben jetzt mittlerweile 3 Stunden danach. Julia ist wunderschön eingepackt. Hat ein tolles Outfit, weil was Besseres als ein Schal gab es leider nicht. Kühlpacks hat sie auch so mäßig viele, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Sie hat schon ein Eis gegessen, das ohne Milch. Ich weiß nicht, wie das zu essen. So, ja, egal, du hättest eher lutschen sollen, aber gut, was soll man machen? Du hast ziemlich viel abgebissen, kann ich sagen? Ja, weil der Hund nicht aufging. Und jetzt müssen wir sie irgendwie ablenken. Ein bisschen Schmerzmittel hat sie schon genommen. Aber mehr geht eigentlich auch nicht wirklich. Oh, scheiße. Ziemlich kacke. Tut das bei dir auch weh? Bei mir? Nicht weh. Ich bin ja auch ein... Bei mir tat es nicht so wirklich weh. Ich habe mir auch, als ich noch die Betäubung dran hatte, voll ins Zahnfleisch in die Wange gebissen. Es riecht doll weh auch noch. Es riecht offen. Du musst was Positives wissen. Was denn? Du siehst sehr gut aus gerade. Ja, ist klar. Also ich bin zu 100%. Thank you. Habt ihr schon mal so einen schönen Kranken gesehen? Nicht lachen. Don't lachen. Ich muss noch irgendwas Schönes jetzt schauen. Wir schauen morgen nochmal, wie es aussieht, oder? Ja. Bis morgen. Tschüss. Guten Morgen, Leute. Es ist der nächste Tag. Es tut immer noch kacke weh. Und ich habe 600er Ibu in meinem Magen drin. Aber es ist nicht so angeschwollen. Oder ist es überhaupt angeschwollen? Eigentlich nicht, ne? Aber ich habe auch so eine Spritze bekommen, dass es nicht anschwillt, also es gegen die Schwellung helfen soll. Ich habe gedacht, es schwillt trotzdem an. Also ich habe mich schon auf eine fette Hamsterbacke absolut gefreut. Schlucken tut übrigens immer noch weh. Surprise, es ist erst der nächste Morgen. Und es tut weh zu lachen. Ich lebe und ich hatte echt keinen Bock, den ganzen Tag jetzt zu Hause rumzuchillen. Deswegen fahren wir jetzt in den Supermarkt, kaufen mir Babybrei. Ich habe gestern Abend noch Kartoffelpüree gegessen, aber wir haben jetzt keine Kartoffeln mehr. Wir haben zwar noch eine Riesenpackung Apfelmus, aber das reicht mir jetzt auch nicht für den ganzen Tag, muss ich sagen. Aber dann kann ich aber noch den richtig gebreiten Babybrei holen, oder? Babybrei. Es gibt Babybrei, also Babybrei für ab 12 Monate. Du kannst dich hier hinstellen. Ja, also für ab 12 Monate. Und da ist schon ein bisschen Salz drin und voll die geilen Stückchen. Es gibt so voll die geilen Nudelgerichte. Ich habe früher immer Spaghetti Bolognese von Hip gegessen. Das war richtig nice. Aber das geht ja gar nicht, weil da sind voll viele kleine Nudeln in Stückchen drin. Fährt sie? Das Problem ist nur, dass der Typ hinter mir auch gefahren ist. Das hätte er nicht machen sollen. Warum? Ja, weil ich wollte wenden. Warum steht die denn hier auch mittendrin? Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal Pakete wegbringen und dann holen wir gleich ein bisschen Babybrei. Wir sind jetzt im Supermarkt und kaufen Potatoes. Okay, was brauchen wir noch? Babybrei? Creme fraiche. Ist da hinten. Wir suchen gerade vergeblich Babybrei. Es gibt doch Babybrei in Supermärkten, oder? Das kann doch nicht sein. Ich bin gerade irgendwie voll verwirrt. Es gibt einfach kein Babybrei. Okay, wir haben es gefunden. Das ist aber auch so eine weirde Abteilung dafür. Auch bei den Tiefkühl- und Drogeriesachen. Aber ich habe gerade wirklich schon kurz dran gezweifelt, dass es in einem Supermarkt Babybrei gibt. Jetzt habe ich es geschafft. Richtiger Traum hier. Okay, ich suche mir jetzt was aus. Ich habe jetzt Kartoffelbrei und Linsensuppe mit veganem Quark, damit ich bloß keine Milchsäurebakterien hier drin habe. Ja, in dem Kartoffelbrei ist auch keine Milchsäure. Nee, stimmt, da habe ich auch vegane Milch reingetan. Und Matthias hat das hier. Sieht richtig aus. Sieht richtig asozial aus. Und da macht er sich noch Zucchini, weil er die vergessen hat. Ja. Weil Gemüse ist wichtig. Yes, absolut. Ja. Sorry, ich fange schon wieder an, Englisch zu reden. Ist immer schlimm. So gut. Das musste er jetzt sagen, weil ich selber gemacht habe.
Leute, es ist Tag 3. Es ist jetzt Mittwoch und ich war gerade beim Zahnarzt, weil ich so krank doll Schmerzen habe, Alter. Es ist nicht normal. Ich habe gestern schon hartes Essen essen können. Also nicht hart, sondern so Nudeln, die zwar weich waren, aber konnte das kauen und so. Aber heute Nacht, Alter, ich habe von 10 bis halb 3 gepennt. Also von 22 Uhr bis halb 3. Um halb 3 war ich wach und konnte bis 5 Uhr morgens nicht mehr einschlafen, weil ich so unnormal Schmerzen hatte. Ich dachte wirklich so, Alter, what the fuck? Deswegen war ich jetzt gerade beim Zahnarzt, habe da anderthalb Stunden gesessen und gewartet und jetzt hat er mir Antibiotikum gegeben, weil, ja, keine Ahnung, ist mir auch scheißegal, Hauptsache die Schmerzen gehen weg. Heute ist der 23. Dezember, morgen ist Weihnachten, mein Heiligabend. Ja, läuft bei mir, würde ich sagen. Gib mir jetzt Pflaume mit Birne und ich kann das nicht mal richtig aufmachen. Ich fühle mich wie so ein sabberndes Baby, weil ich so eine richtige Mundöffnungssperre habe, also irgendwie kriege ich den Mund nicht richtig auf. Deswegen kann ich jetzt wieder nur Brei essen und auch so. Es ist richtig, wie als würde ich mich selber füttern, wie als wäre ich so ein Baby. Ich weiß nicht, warum ich das gerade alles so genau erzähle. Ich glaube, es interessiert keinen. Ich sehe auch richtig bescheuert aus gerade. Aber egal. Mein Weisheitszahntagebuch ist going wild. Gar keinen Bock, das nochmal zu machen. Ich habe jetzt nur einen rausbekommen und die anderen drei, die kommen irgendwann noch. Nochmal so eine Scheiße. Ich schwöre, ne. Das sind übrigens meine Ausbeute von heute. Das wird mich die nächsten 3 Tage ernähren. Den hier habe ich mir extra für Weihnachten gekauft. Special Food. Ich dachte mir, zu Weihnachten gönne ich mir mal was Verrücktes. Mit Sahne sogar. In den Vegan. Weil mir ein paar meiner Freunde gesagt haben, dass man keine Milchsäurebakterien essen sollte, also keine Joghurtprodukte, weil das brennt am Weisheitszahn und so. Deswegen habe ich jetzt alles in vegan gekauft, bevor mir da noch irgendwelche anderen Schmerzen reinkommen. Ich habe keinen Bock, noch irgendwas anderes zu haben. Es reicht mir völlig. Und ab diesem Tag, liebe Leute, ging gar nichts mehr. Ich filme diesen Part hier jetzt nach, um euch das zu erzählen, weil ich wirklich nicht mehr sprechen konnte. Ich konnte nicht mehr filmen. Ich habe mit niemandem geredet. Ich lag nur im Bett und habe geheult. Und tragischerweise ist das nicht übertrieben. Das, was ihr gerade gesehen habt, war Mittwoch, der 23. Dezember. Am 24. Dezember bin ich um 5 Uhr morgens aufgewacht, hatte Schüttelfrost, also mir war arschkalt und ich war unnormal nass geschwitzt. Mir war schwindelig, mir war schlecht. Ich dachte, ich kotze gleich. Meine Mama wollte schon einen Krankenwagen rufen, aber wir sind dann in die Zahnklinik gefahren, in die Notfallzahnklinik, die am Heiligabend offen hatte. Dort habe ich mich dann im Behandlungszimmer erstmal richtig schön übergeben. Das war gar nicht unangenehm. Ich habe denen gesagt, dass ich die Schmerzen nicht mehr aushalte und das Ibuprofen einfach nichts bringt. Alle Leute, die ich kannte, die Weisheitszähne rausgenommen bekommen haben, haben halt Tilidin und sowas bekommen gehabt. Und ich wurde mit Ibuprofen 600 abgespeist und die meinten zu mir, ach ja, passt schon. Vor allen Dingen auch bei meinem zweiten Zahnarzttermin, bei dem ich am Mittwoch war, weil ich solche Schmerzen hatte, hat er mir gesagt, ich soll weiterhin Ibuprofen nehmen, obwohl ich gesagt habe, dass es nicht wirkt. Long story short, die haben mir da auch kein stärkeres Schmerzmittel gegeben, aber ich sollte das Antibiotikum wieder absetzen. Und dann habe ich so einen komischen Antibiose-Streifen in meinen Zahnloch da hinten bekommen, was es irgendwie betäubt hat. Der 24. Dezember dementsprechend war unnormal schlimm. Der 25. Dezember war ebenfalls unnormal schlimm. Und da es am 26. Dezember nicht besser wurde, ich lag halt wirklich jede Nacht wach und war richtig hysterisch, weil diese Schmerzen nicht besser wurden. Ich habe teilweise gedacht, ich will einfach sterben. Was rückblickend gesehen natürlich total dämlich ist, weil war halt nur eine Zahnentzündung. Okay, das überlebt man. Ich hab's auch überlebt. Mir geht's wieder gut. Am 26. Dezember bin ich dann nochmal in die Zahnklinik gefahren, weil die Schmerzen immer noch nicht besser wurden. Ich habe extreme Ohrenschmerzen dazu gehabt, weil der Schmerz von den Zähnen hier unten weitergeführt war und ins Ohr gegangen ist. Und diese Ohrenschmerzen waren wirklich so unnormal schlimm. Ich hatte früher als Kind andauernd Mittelohrentzündung und habe da schon immer diese Ohrenschmerzen aushalten müssen. Das war so ein richtiges Déjà-vu, weil das so krass gleich wehgetan hat. Wir sind dann noch ins Krankenhaus gefahren und diese Aufnahme hier ist von meinem Rückweg aus dem Krankenhaus. Ich habe da checken lassen, ob ich vielleicht auch noch eine Mittelohrentzündung dazu bekommen habe oder was auch immer, weil jede Bewegung tat so unglaublich weh. Jeder Ruckel vom Auto, diese Scheißstraße war echt sehr alt, tat unfassbar doll weh und ich wollte einfach nur wieder zurück ins Bett. Mir war schlecht. Ich hatte unnormale Ohrenschmerzen, Kopfschmerzen, alles Schmerzen. Und ich hatte einfach fucking Ibuprofen. Ibuprofen. Was jeder normale Mensch einfach so im Alltag nimmt, wenn er mal Kopfschmerzen hat. Am 27. Dezember bin ich dann wieder zum Zahnarzt gegangen, weil der dann wieder offen hatte. Ich habe ihn dann angebettelt, dass er mir bitte ein anderes Schmerzmittel geben soll. Ich habe dann zum Glück auch ein anderes Schmerzmittel bekommen. War richtig hyped, dachte mir so, woo, yes, bitches, ich habe endlich neues Schmerzmittel. Hat nicht gewirkt. Hat einfach nichts gebracht. Bin am nächsten Tag dann wieder zum Arzt, habe gesagt,
das bringt alles nichts. Bin dann da aber auch erstmal zusammengebrochen auf meinem Stuhl, weil die mir diesen Streifen, den ich da die ganze Zeit in meinem Zahn hatte, nochmal ausgewechselt haben. Und das so weh tat, dieses Auswechseln, dass ich wieder übelste Schweißausbrüche bekommen habe und nicht mehr richtig atmen konnte. Dann haben die mir meinen Mund nochmal betäubt, wie bei der OP, weil ich es nicht ausgehalten habe, wenn da irgendjemand irgendwas berührt hat. Und das war der schönste Moment meines Lebens, weil ich dann endlich nichts mehr gespürt habe. Ich habe danach dann auch endlich noch stärkeres Schmerzmittel bekommen. Es hat auf jeden Fall endlich gewirkt. Das war der 28. Dezember. Von da an sind meine Tage dann irgendwie besser geworden. Es hat zwar noch lange gedauert, bis diese Entzündung weg war. Ich musste jeden Tag mit so einer Spritze da hinten alles ausspülen und konnte wirklich mich nicht körperlich irgendwie anstrengen oder irgendwas tun. Immerhin konnte ich nachts wieder schlafen, weil ich Schmerzmittel hatte. Aber dadurch war die Entzündung natürlich nicht weg, nur die Schmerzen. Das Ganze hat sich dann noch so eine Woche gezogen ungefähr. Silvester konnte ich halbwegs was machen. Zum Glück, weil wenn das genauso gewesen wäre wie meine Weihnachtstage. Long story short, mir geht's wieder gut. Ich hatte einfach wahnsinniges Pech mit meinen Weisheitszähnen. Also, ich habe euch diese Story jetzt zwar erzählt, aber ich will auf keinen Fall, dass ihr wegen mir jetzt Angst vor der Weisheitszahn-OP habt. Wenn ihr euch richtig verhaltet, und ich glaube ehrlich gesagt, das habe ich nicht getan. Ich habe zwar gekühlt, aber auch nicht regelmäßig genug gekühlt. Ich habe am zweiten Tag wieder was gegessen. Ich habe mich nicht richtig ausgeruht. Ich habe trotzdem den ganzen Tag irgendwas gemacht, weil ich dachte, ach, wird schon. Aber euer Körper braucht halt nun mal Ruhe nach so einem Eingriff. Auch wenn es nur ein kleiner Zahn ist. Also die ersten zwei Tage ging es mir völlig okay. Ich hatte zwar Schmerzen, aber das ist normal nach einer OP. Bei Matthias ist damals alles gut gegangen. Der konnte nach drei Tagen wieder alles komplett normal machen. Ich weiß nicht, ob es meine Schuld war, dass diese Entzündung gekommen ist oder ob ich einfach empfindlich war. Ich glaube, dass ich durch mein Verhalten, wenn ich was anders gemacht hätte, es weniger schlimm hätte machen können. Also wenn ihr eine Weisheitszahn-OP vor der Tür stehen habt, dann don't worry. Es wird alles gut. Kühlt einfach nur richtig. Ruht euch aus. Warum schickt ihr mir Nachrichten? Und geht nicht noch shoppen, so wie ich. Und dann wird das schon alles. Und für alle anderen, I hope I could entertain you a bit und ich bin einfach froh, dass es meinem Zahn wieder gut geht. Und meinem Ohr und meinem Kopf und meinem ganzen Körper. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es war jetzt sehr lang, I know, I'm sorry, aber ich hatte viel zu erzählen. Und wir sehen uns dann zu meinem nächsten Vlog wieder, der hoffentlich ein bisschen schöner wird.